Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Rio de Janeiro von den APK Gaming Bros mit mir, dem Alex. Ja, fängt sich schon wieder gut an, gerade beim Warmschießen. Und letzte Folge habe ich ein bisschen hart geraged, weil EA da ziemlich hart hat neue Scheiße aussehen lassen. Und ja, mal gucken, ob es diese Folge besser läuft. Ich hoffe es ja doch schon. Und würde mal sagen, ja, fangen wir mal an hier. Eben gerade ging es sogar relativ schnell, bis er das an den Gegner gefunden hat. Hat nicht so lange gedauert wie bei der letzten Folge, die für euch vorgestern kam, also war ganz in Ordnung. So, mal gucken, ob es jetzt hier hinkriegt, dass wir spielen gegen Brasilien. Es laggt ein bisschen. Neymar, warum ist Neymar auf dem Platz? Der hat einen echt Wirbelbruch, der kann eigentlich nicht mehr spielen, aber egal. Hier bei EA kann er natürlich wunderbar spielen, hat gar keine Probleme, hat kein Downgrade oder irgendwas. Und es laggt wahnsinnig. Mann, warum muss ich immer gegen diese Lager spielen? Das geht mir so auf den Sack, weißt du? Ich spiele um 14 Uhr und anscheinend gibt es keine besseren Leute, außer die rumlaggen. Anscheinend gibt es wirklich keine besseren Gegner für mich. Außer die mit ihrem Schnur-Internet, weißt du? Gibt anscheinend keine besseren. So. Einwurf. Werfen wir hier so hin. Können wir einen Seitenwechsel hinkriegen? Ja, genau. Der sollte auf jeden Fall flach ausgeführt werden, der Seitenwechsel. 100% wollte ich das so. Scheiß Neymar hier, ohne Kack. Der geht voll auf den Sack. Können wir froh sein, dass wir den in echt im Halbfinale nicht mehr haben. Weil das ist ein... Halbfinale ist ja heute übrigens, genau. Wenn diese Folge auch rauskommt, glaube ich. Die Halbfinale ist 22 Uhr, genau. So. Scheiße, wäre richtig scheiße, habe ich die zum Abschluss kommen lassen, geht gar nicht. Aber Finale ist, glaube ich, heute 22 Uhr, soweit ich jetzt weiß. Ich nehme es natürlich gerade auch am Samstag auf, die Folge hier. Komm. Mann, komm. Ja, sehr schön. Wie kann er da drüber schießen? Wie geht das? Nein. Da habe ich gerade etwas die Luft angehalten, ne? Weil es wirklich ein richtiger, ja, gute durchgesetzt war vom Stürmer eigentlich. Nein. Schießt er da vorbei? Das war eigentlich so geil durchgesetzt. So geil wieder den Ball besorgt. Nachdem der Ball verloren hat, direkt wieder den Ball besorgt. Direkt wieder Ball erkämpft. Und dann, nein, schießt er daneben. Er kann nicht sein. Und der Gegner will irgendwie direkt Pause machen, weil er direkt was ändern muss. Und weil er gemerkt hat, dass er scheiße ist. Ich habe schon gedacht, der will Rage Quit. Nein, aber wahrscheinlich will er einfach eine Formation oder irgendeine Schwulität ändern. So, komm. Ja. Auf keinen Fall zu weit. Wer sagt das? Ist Quatsch. Ah, wirklich, da können wir... Für Deutschland ist das eigentlich eine... Auch wenn es natürlich für Neymar scheiße ist, nicht? Aber für uns, für Deutschland ist es eigentlich ganz fresh, dass jetzt Neymar nicht kann, weil damit wird es um einiges leichter gegen Brasilien zu gewinnen. Wenn wir es überhaupt schaffen. Aber ich bin jetzt doch schon sehr, sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Auch wenn ich am Anfang der WM ein bisschen runtergezogen war, aber jetzt eigentlich schon relativ zuversichtlich, dass wir zumindest gegen Brasilien gewinnen werden und ins Finale einziehen werden. Soweit zuversichtlich bin ich jetzt eigentlich schon. Von daher ist das schon mal hammergeil. Und dann ist am Sonntag das Finale, wenn denn Deutschland heute weiterkommen sollte. Wenn nicht, müssen sie da leider schon am Samstag spielen, was keiner will. Das ist ja das Spiel um Platz 3 dann. So, Alter, ich bin gerade viel zu nah am Mikrofon schon wieder. So, komm. Ja, sehr schön, danke. Ja. Ja, danke, dass die ganze Zeit in den Abseits laufen. Das finde ich sehr schön, dass meine Gegenspieler immer ins Abseits laufen. Das finde ich wirklich sehr schön. Oh Mann, ey, meine Nase schon wieder, weil sie schon wieder 180 Grad drin sind, ey. Jetzt hole ich noch ein zweiter PC an, das wird ja einfach immer 180 Grad drin, nach einer halben Stunde oder so. Ohne Fenster auf, ist hier schon wieder unerträglich, ey. Das ist richtig nervend. Aber boah, Alter. Willst du mich verarschen?
Ich laufe wie eine behinderte Missgeburt an. Ja, war klar, da waren einfach zu viele Spieler dazwischen. Aber hier hat Müller auch gerade den Ball scheiße angenommen, muss man sagen. Obwohl, naja, komm. Alter, was war das denn? Will er mich verarschen, Kedira oder wer das war? Will der mich verarschen? Wie schlecht war das denn bitte? Und es laggt immer noch weiter hier ein bisschen. Ja, daran müssen wir uns wohl gewöhnen, dass hier zwischendurch ein bisschen laggt. Ist ja anscheinend bei diesem Spiel normal, dass es zwischendurch laggt. Kommt mir jedenfalls irgendwie so vor. Ja, genau. Am besten geht so ein Ball rein. Das würde ich richtig zutrauen normalerweise. Boah, Alter, wie schon wieder zähflüssig am Ruckeln ist. Dieses Spiel ist dauernd einfach nur am Ruckeln online. Das kannst du online wirklich vergessen mit ruckelfrei. Keine Ahnung, ob dieses Spiel so viel Ressourcen braucht, so eine richtig gute Internetleitung oder was da los ist, ey. Oder ob es einfach nicht genug Server sind. Zweite Torschuss vergeben. Läuft. Zweite hochwertige Torschuss vergeben. Ja, komm. Genau, da setzt er sich gegen mich durch, die Missgeburt. Was soll das? Alter, wie schießt der? Will der mich verarschen? Ganz ehrlich, Mann. Klose, du bist doch ein geiler Motherfucker normalerweise. Warum machst du da so einen scheiß Schuss gerade? Was soll das? Schade. Ja, komm. Ah, Mann. Er hat ja nicht seine Knochen getroffen. Das wäre natürlich der Optimalfall gewesen. Ja, komm. Boah, Alter, lauf doch mal. Bewegung hier im Spiel. Immer noch 0-0 nach 38 Minuten. Ist natürlich nicht die optimale Ausbeute. Ich hätte jetzt gerne mal hier ein scheiß Tor gemacht und auf jeden Fall keins kassiert. Mann, ey. Da rennt er einfach über die Außen. Kein Problem. Kann sogar draufschießen. Alles ganz easy. Komm. Ah, Junge. Mann, was da immer aus diesen Situationen für Scheißschüsse kommen in dem Moment. Weil die dann irgendwie, ich will eigentlich nur auf Zweikampf gehen und die meinen dann irgendwie, sie müssen schießen, weil sie irgendwie ganz kurz da mal in eine Situation kamen, wo vielleicht ganz in Ordnung ist zum Schießen. Ach genau, weißt du, das sind wir die fetten Abwehrspieler, da kann man nichts gegen machen. Mit den großen schwarzen Männern, da kann man nichts machen mal wieder. Boah. Weißt du, meine Abwehrspieler sind einfach nur im Vergleich nix, ey. Boah, Alter, wie das Passspiel gerade wieder null funktioniert hier. Es funktioniert einfach wieder null. Einfach wieder nix durch. Boah, lauf doch mal. Weißt du, der legt sich ja noch so zur Seite, dass mein Spieler den gar nicht kriegen kann. Beziehungsweise einfach an dem vorbeiläuft, ist klar, weißt du. Ich mach das mal ganz easy, so ein bisschen zur Seite legen, dass mein Spieler den nicht kriegt, weißt du, genau. Nur weil es ein schwarzer, großer Mensch mit Locken ist. Ja, haben wir Halbzeit, 0-0. Das ist nicht so gut eigentlich, muss man wirklich sagen. Aber der Gegner hat teilweise auch irgendwie bessere Chancen, muss ich sagen. Ich habe meine Chance, guck mal, wie hier auch einfach so kläglich vergeigt, ey, kann man nicht anders ausdrücken. Aber wir sind die Stats 6-0, Alter. 6 Schüsse, aber keiner davon aufs Tor. Und der hatte 5 Schüsse, davon aber 3 aufs Tor. Okay, läuft beim Gegner. Bei mir wohl nicht so. Hab wohl eine gute Anzahl eigentlich drin, aber quantitativ sind die scheiße, die Schüsse. Ach komm, ey, warum rennt denn der schon so weit vorher vor, ey?
Ja, komm. Setz dich hier davor, schön gechillt. Dam, dam, dam. Geil. Ah ja, Junge, da verliert er erstmal den Ball, weil er so skilllos da versucht, an dem vorbeizukommen, an dem gegnerischen Spieler. Boah, Junge, richtig geile Aktion, Leute. Richtig geile Aktion. Da spiel ich voll geil. Dann renne ich da mit Özil durch. Und Özil rennt, rennt, rennt. Dann denke ich mir so, also mit Özil jetzt irgendwelche Aktionen machen, wenn ich so erfolgreich bin. Ach, ich flank einfach mal rein und dann geht der so direkt hinter den Torwart und ja, dann BÄM! Eingenetzt von Klose was, glaube ich. Jo, BAM, Junge, einfach drin, ey. Wieder einfach in den Winkel, wieder einfach reingeklatscht ist ins Tor, geil. Hammer nice, Leute. Klose 1-0. 50. Minute. Müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht wieder direkt einfangen. Lauf, da oben, lauf, lauf, lauf. Ah, ne, der ist zu langsam, der kriegt den anscheinend nicht. Weil er auch zu viel Umweg gelaufen ist. Das ist das Problem gewesen in der Situation. Einfach zu viel Umweg gelaufen. Mann, ey, die kriegt schon wieder nicht hin, gerade. Hier kommen Decken. Ah, ja, komm. Wie die alle dran vorbeilaufen an dem Spieler. Alle. Guck mal hier, wie die vorbeilaufen. Alter, wie laufen die hier vorbei? Kann das mal mir erklären? Ja, komm, lauf. Ah, wird nix. Ach doch, wird was. Boah, Mann, warum schießt der da? Das war für Zweikampf angedeutet, Mann. Oder für. Oder so. Und der schießt dann da so behindert, Mann. Was soll das? Das war einfach nur der Zweikampf, den ich damit zeigen wollte, yeah. Ah ja, komm, den hält er, ist klar. Ist klar, nee. Komm jetzt, ohne Scheiß, was soll das? Jetzt kommt groß, geile Flanke, geile Ecke, so. Boah, ja, genau, geil. Vor allem von Özil. Ich gehe dir mal so halbherzig mit dem Kopf hin und krieg nichts geschissen, Mami. Schade. Lattenkreuz, Junge. Leute, 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 wie knapp schon wieder. Ja, da wollten wir es mal versuchen, aber es war ein bisschen sinnlos. Ein bisschen hart sinnlos war die Aktion. Aber naja. Man gönnt sich ja ab und zu. Ja, genau, wie die Spiele einfach zum Teil festhängen hier an anderen Spielern. Genau, ist klar, weißt du, ich versuche hier einen Pass zu starten. Nö. Einfach, der bleibt einfach hängen, weißt du? Wir kommen jetzt, hallo, Mann, neuer. Boah, kann nicht sein. Wie neuer hier schon wieder Breakdance macht bei mir, weißt du? Der macht nicht das, was ich will. Und vor allen Dingen überhaupt nicht so setzt das um, wie ich es gerne will. Das ist ja schon so abfuck, Mann. Was machen die mit neuer, ey? Schon im letzten Spiel und jetzt in dem Spiel auch. Was machen die mit neuer? Was macht ihr mit dem awesomen Neuer eigentlich? Was für eine Scheiße. Ja, komm. Ach, genau, weißt du, da kommt er so behindert wieder durch, Mann. Was soll die Scheiße, ey? Weißt du, das ist einfach nur ein Gammeltor. Mehr ist es nicht. Der Ball rutscht irgendwie durch, weil er wieder Kuddelmuddel ist, mein Spiel wieder nichts checken und dieser Wichser freut sich, Mann. Was soll die Scheiße? Ja, komm, ey, das war einfach nur ein Gammeltor, ey. Ja, pass auf, dass dir nicht die Titten rausfallen, du fette Sau, ey. Mann, ey. Was soll der Scheiß? Weißt du, wie so ein Gammeltor, da freuen die sich jetzt. Da freut der Wichser sich jetzt drüber. Darauf holt er sich jetzt einen runter auf so ein Gammeltor. Ja, fick dich abseits. Ich will auch mal so eine geile Aktion haben, dass es kein Abseits ist. Ja, komm, ich weiß Bescheid. Boah,
das sollte ein Pass sein, und zwar zum Mitspieler, der gerade vorbeigerannt ist und nicht irgendwo anders hin. Ja, komm. Ja, Leute, ich bin gerade tierisch wieder abgefuckt über das Spiel, weil es... Ja, genau! Hab schon gedacht, das wäre hier wieder kein Aus, ey, ist klar. Ja, natürlich. Warum sollte denn auch mal durchgehen? Das wäre ja awesome für mich. Ja, genau. Okay, sehr gut, das hat wenigstens funktioniert. Okay, die Aktion war scheiße von mir ausgeführt. Da kann man sagen, was... Da kann ich sagen, was ich will, Es war einfach nur scheiße und gammelhaft von mir ausgeführt. So, komm jetzt hier. Hallo. Danke. Ja, genau, wie du einfach so von ihm festgehalten wird. Ja, genau. Torwart reagiert wieder wunderbar. Ist klar. Komm, groß, hau ihn rein. Ach, genau, auf den scheiß Spaß, der... Genau zu dem Spieler, wo der von diesem fetten Stück etwas geblockt wurde. Genau, weißt du, zu dumm, da so vernünftig den Ball wegzuschlagen. Ja, komm, geh hin. Boah. Okay, Leute. Wir müssen es jetzt ganz gechillt sehen hier. Nicht aufregen, lieber Alex, das bringt dir überhaupt nichts. Einfach, ich denke jetzt ganz rational, lalala, Blümchen, 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 Blümchen. Irgendeine Scheiße denke ich jetzt einfach dran. So, Özil läuft hier gechillt über die Außen, zack. Und ich, ja gut, okay. Glück gehabt, der wäre schon fast wieder nicht ins Ausgegangen, geil. Ja, genau. Kommt halt nicht zu meinem Spiel an, warum auch. Wie ich einfach immer so ein Pech habe mit dem Durchrutschen. Bei denen rutscht immer alles durch, wie bei dem im scheiß 1-1, weißt du, da kommt immer irgendwie alles durch. Oh ja, Neymar, du stinkst, wir wissen, dass du schnell bist. Aber in echt hast du jetzt einen Wirbelbruch und kannst froh sein, wenn du überhaupt immer Fußball spielen darfst. Also, das darf er schon in echt noch, aber... In echt fällt er halt aus für mehrere Monate. Bam, Junge. 2-1. Richtig schön rausgespielt. Und Özil macht das 2-1. Also 2-1, nicht 2-0. In der 90. Spielminute. Tor für Deutschland. Sehr schön. So muss das ablaufen, ey. Jetzt können wir erstmal schön gechillt spielen. Jetzt lassen wir uns hier gar nicht einschüchtern. So, weißt du, was ich jetzt mache? Dann mische ich die Schnauze voll. Ich lasse mir hier nicht nur einen Scheißball eintreten. Genau so. Erstmal ein bisschen hinten rumspielen. Haben wir ja eh nur ganz kurz gemacht. Jetzt können wir uns schnell die Tabelle ansehen. Und dann war es dies auch schon wieder vor dieser Folge. Hoffe, heute euch einigermaßen gut gefallen. Auch weil das Spiel war extrem abwechslungsreich. Es ist immer ein bisschen abwechslungsreicher und ein bisschen spannender, als ich es gern hätte eigentlich. Aber egal. Wie ihr hier seht, Junge, schon 4 Spiele. Und wir haben gerade erst 3 Punkte. 4 Punkte, so rum. Das ist nicht so gut. Naja, aber egal. Die ganze Road to Rio werden wir bis zum Sonntag eh nicht mehr schaffen. Aber, ich hoffe wenigstens, dass wir den einen Aufstieg jetzt noch schaffen. Von daher, würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann, ciao.